Mein erstes Video im neuen Jahr. Ich wünsche euch jetzt schon mal alles Gute und ich finde, man könnte nicht besser starten als mit dieser Thematik. Heute geht es um Germany's Next Topmodel und ich werde euch jetzt schon die ersten Kandidatinnen verraten und euch auch zeigen, wie sie aussehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Ich freue mich auf die Staffel. Ich habe sehr große Erwartungen. Ich hoffe, sie werden nicht enttäuscht, aber ich glaube nicht. Und was ihr alles über die neue Staffel von Germany's Next Topmodel wissen solltet, das werde ich euch jetzt erzählen. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr seid alle fit, ihr habt gut gefeiert und schafft es noch, mir mindestens einen Daumen nach oben zu geben. Ich möchte jetzt die ganze Topmodel-Crew hier vereint sehen. Ja, ich kann es gar nicht glauben, dass ich jetzt nicht das erste Topmodel-Video mache zur neuen Staffel. Ich habe ja schon mal eins gemacht, aber jetzt reden wir über die Kandidatinnen und ich werde euch so ein bisschen sagen, ja, was ich denke, was ihr von der neuen Staffel erwarten könntet, was ihr von mir erwarten könntet und dafür auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und für alle, die neu sind oder für alle, die schon länger dabei sind, ich erwähne es nochmal, es wird Livestreams geben bei Instagram in den Werbepausen, deswegen solltet ihr mir da auf jeden Fall folgen. Es wird Livestreams geben hier bei YouTube, es wird Interviews geben, es wird den Talk mit Kilian geben, es wird Zusammenfassungen geben direkt nach der Sendung, immer am Donnerstagabend und ja, alle anderen Themen, die so besprochen werden, ja, werden wir ja auch besprechen. Ich glaube, es wird eine sehr witzige Zeit, es wird eine sehr spannende Zeit. Ich freue mich ehrlich gesagt drauf, ich bin mega gehypt und deswegen dachte ich, dass wir jetzt schon mal die ersten Kandidatinnen besprechen. Ich weiß, dass es schon viele Gerüchte gab bei TikTok und ich habe mir jetzt 10 Kandidatinnen rausgesucht. Extra nur 10, ich will es ein bisschen spannender machen. Vielleicht zeige ich euch irgendwann nochmal 10, vielleicht auch nicht oder vielleicht zeige ich euch irgendwann auch alle, ne? Aber wir haben ja immer damit gestartet im neuen Jahr, dass wir schon mal so ein paar Kandidatinnen besprechen und deswegen dachte ich, mache ich das an dieser Stelle. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, ich habe natürlich auch bei ProSieben nachgefragt, ob sie mir vielleicht die Kandidatinnen mal bestätigen könnten oder nicht, ja. Und darauf wurde mir geantwortet. Und was darauf geantwortet wurde, das werde ich euch am Ende des Videos sagen und das könnte auch sehr interessant für euch sein. Wir fangen jetzt erstmal an. Das mit den Namen ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil das sind natürlich auch Pseudonyme von Instagram, also die Nicknames, bitte fragt mich jetzt nicht, woher ich die Kandidatinnen kenne. Das werde ich euch nicht verraten. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt einfach 10 rausgesucht und ich fange einfach mal mit der ersten an. Und laut Instagram heißt sie Tracy und ich finde sie ehrlich gesagt mega gut. Ich finde, sie sieht für mich auf diesem Foto aus wie ein High-Fashion-Model und das finde ich gut. Ich glaube, sie könnte auf jeden Fall sehr weit kommen, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Aber in der Vergangenheit lag ich da auch schon mal so ein bisschen falsch und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Sie erinnert mich ein bisschen, oh Gott, an wen erinnert, ich glaube so ein bisschen an Naomi Campbell, weil sie hat auch dieses tolle, markante Gesicht und ja, bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Die nächste nennen wir doch jetzt einfach mal Selma. Selma, muss ich sagen, finde ich auch top. Also die hat einfach so einen Look, wo ich sage, die hat einen großen Wiedererkennungswert und auf sie bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube, dass sie auch echt weit kommen könnte. Ne? Wir gucken uns alle dieses Video nochmal an, wenn die Staffel vorbei ist und gucken mal, ob ich recht hatte. Nee, aber gefällt mir auf jeden Fall wirklich gut. Interessanter Look. Ich würde jetzt mal vermuten, dass sie relativ groß ist. Das kann man jetzt natürlich ganz schwer einschätzen bei diesem Foto. Ne? Man kann sich ja auch immer oft in eine Pose setzen, wo man groß wirkt und ist auch gar nicht so groß. Aber ja, und man muss jetzt aber auch fairerweise sagen, warum ich mir nicht so sicher bin, nochmal ganz kurz zur Staffel. Also es ist ja wieder die Diversity-Staffel, das bedeutet, Alter ist nicht so wichtig, Größe ist auch nicht so wichtig und von den Maßen her wird wahrscheinlich alles dabei sein, ja, also auch von den Körperproportionen und deswegen kann ich das jetzt hier natürlich schlecht einschätzen, ja, wenn es jetzt so wie früher wäre, würde ich sagen, okay, die ist mindestens 1,74, 1,75, aber sie sieht groß aus und nochmal ganz kurz zur Staffel, die startete dieses Jahr übrigens direkt in L.A., ich glaube, in der Pressemitteilung hieß es, dass es 30 Kandidatinnen sind und ja, ob die noch reisen werden, weiß ich jetzt nicht, aber das werden wir auf jeden Fall sehen. Aber Selma gefällt mir auf jeden Fall auch gut. Zoe ist auch ein sehr spezieller Look, muss man sagen. Da bin ich echt gespannt. Also ich finde, sie sieht cool aus, auch mit diesen weißblonden Haaren. Wenn sie bis zum Umstyling kommen sollte als Beispiel, ja, dann bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass man sie wahrscheinlich umstylen wird, weil ich mir schon vorstellen kann, dass man so zu ihr sagt, so pass auf, dein Look ist irgendwie cool, aber er legt dich natürlich sehr fest. Ne? Das ist sehr speziell, das muss ein Kunde unbedingt wollen, deswegen bin ich mir noch nicht so sicher. Also ich glaube, mit dem Look
hat sie auf jeden Fall einen Wiedererkennungswert, so 100%, aber sie muss super krass performen in den ersten Runden, weil sonst kann ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall schwierig werden könnte. Die nächste Kandidatin nennen wir doch jetzt einfach mal Cassie. Wahrscheinlich heißt sie ganz anders. Finde ich auch gut. Ihr wisst, ich mag rote Haare und ich mag auch diese Sommersprossen, die sie hat, und ich mag auch diesen Look. Ich weiß natürlich, dass es jetzt nicht der klassische Model-Look ist, aber ich würde sagen, Germany's Next Topmodel ist auch nicht mehr die klassische Model-Show, wo das so wichtig ist. Ich mag die Haare auf jeden Fall. Ich glaube, die sind gefärbt, behaupte ich jetzt einfach mal. Wenn sie gefärbt sind, sieht es mega aus. Wenn sie nicht gefärbt sind, sieht es auch mega aus. Also ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich würde behaupten, dass sie auf jeden Fall Unterhaltungswert zu bieten hat. Sie sieht auf jeden Fall aus wie jemand, die sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Und genau das wollen wir doch, oder? Also muss ich sagen, gefällt mir wirklich sehr gut. Und ich mag auch einfach diesen Look. Und sie hat auch gerade so dunkle Augenbrauen wie ich, ja, die einfach ein bisschen so dunkel gefärbt worden sind. Bei mir aber nur, bei ihr nicht. Juliette haben wir. Juliette ist natürlich sehr klassisch, da kann man nicht so viel sagen. Ne? Also die könntest du in jeder Show so mit in die Reihe stellen. Die fällt nicht groß auf, das ist übrigens auch das, worum es geht bei der Mode. Ne? Nicht vergessen, es geht bei der Mode nicht immer um die Models, sondern es geht eigentlich um das Produkt, was präsentiert wird. Und das Produkt ist in dem Fall die Mode. Finde ich gut, bin ich sehr gespannt. Wird sie weit kommen, kann ich von diesem Foto ganz schlecht abschätzen. Aber ich hoffe, dass sie auf jeden Fall bis zum Umstyling kommt. Ich würde zwar nicht so viel machen, außer vielleicht die Haare so minimal, vielleicht ein Ticken, ein paar Strähnchen dunkler. Ja, aber ich bin auf jeden Fall excited. So, Coco. Ja, Coco, was sagen wir da? Coco hat auch einen sehr interessanten Look. Ja, sie hat auf jeden Fall sehr herausstechende Augen. Würde ich jetzt bei ihr was groß beim Umstyling verändern, bin ich ehrlich? Nee, würde ich nicht. Aber ich glaube, dass sie auf jeden Fall jemand ist, wo man sagen könnte, die kann man sehr verwandeln. Ja, auch gerade, ich stelle mir so vor, sie hat die Haare nach hinten, sie hat eine Hochsteckfrisur. Länge würde ich jetzt persönlich nicht verändern, wobei sie bestimmt auch ein Typ ist. Also so Typ Frau, wo man sagt, Kurzhaarfrisur könnte gut aussehen. Ihr wisst, ich bin nicht immer ein Fan von Kurzhaarfrisuren. Jetzt schreit nicht alle gleich rum und sagt, aber Frauen können auch gut aussehen mit kurzen Haaren. Ja, definitiv. Ich könnte euch ganz viele nennen, wo es mega aussieht. Aber ich kann mir auch ganz viel nennen, wo es mir nicht so gehört. Aber es ist auch immer individuelle Geschmackssache. Jetzt könnte man natürlich sagen, es muss einem selber gefallen. Stimmt in dem Fall nicht, weil man beim Umstyling kein Mitspracherecht hat. Ne? So, machen wir weiter. Vivian. Vivian finde ich auch gut. Ja, würde ich gerne mal ohne Mütze jetzt sehen. Augenbrauen, markante Augenbrauen, cooler Look, gefällt mir gut. Ich würde sagen, ja, Vivian kommt weit, aber ich kann mir irgendwie ehrlich gesagt auch vorstellen, dass sie auf jeden Fall ein relativ krasses Umstyling bekommen könnte. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber würde ich jetzt einfach mal sagen, wir wissen ja, es werden nicht immer alle umgestylt, aber bei ihr könnte ich mir schon vorstellen, dass man auf jeden Fall mit den Haaren irgendwie was anderes macht, weil man dann vielleicht sagt, ja, so fällst du nicht in der Masse auf, wenn du so bleibst. Aber ich finde sie gut, von mir aus kann sie so bleiben. Aida ist die nächste. Bei Aida kann ich mir genau vorstellen, was die Leute jetzt sagen. Wenn ja, das ist mir so ein bisschen zu künstlich und so ein bisschen zu Barbie-mäßig, wie sie so geschminkt ist. Ich finde sie super attraktiv. Ist sie ein klassisches Model? Nein, ist sie nicht. Aber ich finde sie trotzdem gut und ich bin gespannt, was man aus ihr rausholen kann. Denn sie erinnert mich an eine Kandidatin aus der letzten Staffel, deren Namen ich leider gerade vergessen habe. Die hatte auch so einen, ich sage jetzt mal eher so einen künstlicheren Look, so einen Barbie-Look, ja. Und die ist aber leider zu früh rausgeflogen. Da hätte ich gerne mal gesehen, was man noch so ein bisschen gemacht hätte. Aber sie gefällt mir auf jeden Fall gut. Sie hat ein wunderschönes Gesicht. Und ja, ich bin gespannt, wie sie so aussehen wird am Ende. Ne? Wir dürfen auch alle nicht vergessen, es sind Instagram-Fotos. Jeder inszeniert sich überdurchschnittlich gut bei einem Instagram-Foto. Keiner würde einfach ein Foto hochladen, was einem nicht gefällt. Deswegen kann sie vielleicht auch in Real Life in Anführungsstrichen ganz anders aussehen. Und generell ist es so, dass ich sagen muss, dass mir die Models meistens dann in der Show viel besser gefallen haben als bei Instagram. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mitgezählt, aber ich glaube, wir neigen uns schon wieder langsam dem Ende zu. Zwei Kandidatinnen kommen noch, und zwar Anja. Anja, auch super, ja, klassisch. Ich würde sagen, es ist eine sehr klassische, so klassische Typen sind natürlich auch gefragt, das muss man auch ganz einfach sagen. Und ich kann mir vorstellen, wenn sie jetzt noch gut performt, dass sie da ganz gut durchmarschieren könnte. Ja? Jetzt werdet ihr gleich sagen, ja, aber das hast du bei jeder gesagt. Ja, wir haben aber auch nur 10 besprochen. Ne? Also nagelt mich jetzt nicht drauf fest, wenn ich bei 30 Kandidatinnen dasselbe sagen würde, dann könnte ich sagen, ja, okay, gut, es können ja nicht 30 gewinnen, denn ihr wisst, nur eine kann Germany's Next Topmodel werden. Aber bei 10 Kandidatinnen, ich habe mir natürlich auch 10 rausgesucht, wo ich ein bisschen was dazu sagen kann, die ich gut finde. Was nicht heißt, dass ich die anderen schlecht finde. Ich hätte viel mehr nehmen können, aber ich dachte, ich mache es ein bisschen spannender. Und bei der letzten Kandidatin kann ich jetzt nicht sagen, wie könnten wir sie nennen? Dann der Kürzelname sagt mir vielleicht Maxi oder so. Ne?
Maxi ist ein interessanter Typ, aber ich glaube, das könnte schwierig werden. Entweder wird sie uns mega überraschen, ja, kann sein, dass sie uns wirklich mega überrascht, oder sie wird schon in den ersten Runden rausfallen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, aber ich habe in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass es gerade Kandidatinnen gab, wo ich so dachte, ach, das sind so bestimmt so ein bisschen schüchtern und können dann nicht so ein bisschen aus sich rauskommen. Beim Modeljob muss man ja aus sich rauskommen. Die haben dann ganz vorn mitgespielt. Das war die allerletzte Kandidatin und ich muss euch sagen, den ganzen Cast, den ich jetzt schon so gesehen habe, ich glaube, es waren nicht alle, aber fast alle, werde euch nicht verraten, warum, Bombe. Ich muss sagen, der Cast ist wirklich gut und ihr wisst, ich bin super kritisch und ihr wisst, ich bin auch bei Germany's Next Topmodel kritisch. Wenn ihr sagt, das ist nicht so, dann guckt euch die Videos mit der letzten Jahre an, da bin ich immer kritisch gewesen. Der Cast ist gut und ich dachte, ich nehme das auch einfach mal zum Anlass und schreibe mal an ProSieben. Ich habe mir irgendwo einen Screenshot gemacht, denn ich habe eine Antwort bekommen von Tina Land, das ist die Sprecherin von ProSieben im Zusammenhang mit Germany's Next Topmodel und sie hat mir ein Zitat geschickt, als ich gefragt habe, ob sie mir bestätigen kann, dass das ein Teil der Kandidatinnen ist. Da hat sie gesagt, welche Kandidatinnen in diesem Jahr bei Germany's Next Topmodel mit dabei sind, erfahren die Fans der Show natürlich rechtzeitig. Das ist natürlich keine Bestätigung, aber es ist auch kein Dementi. Sagt man das so? Ich glaube, ne? Dementi ist es auch nicht. Also würde ich jetzt einfach mal behaupten, diese Kandidatinnen sind fix dabei. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr schon eine Favoritin habt oder sagt ihr so, ey Ramon, das, was du bei Kandidatin XY gesagt hast, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ihr merkt es. Ich bin schon Feuer und Flamme, was die neue Staffel betrifft. Ich hoffe, ihr auch. Deswegen folgt mir auf allen Kanälen, um nichts zu verpassen. Ja, und ich hoffe, ihr habt genauso viel Lust wie ich. Ich freue mich drauf. Ja, wir hören uns bald wieder. Wenn es heißt, wer wird Germany's Next Topmodel 2023? Das war doch jetzt aber eine tolle Abmoderation, oder? Finde ich auch. In diesem Sinne auf Wiedersehen.